Ja, jetzt soll es um Verbrechen und Strafe gehen, um das Verbrechen, das der russische Angriff auf die Ukraine darstellt, um die im Rahmen dieses und die Verbrechen, die im Rahmen dieses Angriffskrieges begangen werden, um die Möglichkeit, diese Verbrechen zu bestrafen und um die normativen Regeln, auf deren Grundlage das passiert. Es wurde ja zum Beispiel von der deutschen Außenministerin früh angekündigt, dass Russland und der russische Präsident einen hohen Preis für den Bruch des Völkerrechts zahlen würden. Und wir haben ja mittlerweile einen Eindruck davon, wie dieser Preis aussieht. Es sind massive Wirtschaftssanktionen, die der Westen organisiert hat. Aber wie effektiv sind die Strafmaßnahmen? Wie klug sind sie und wie können sie gerechtfertigt werden? Darüber möchte ich sprechen mit einem Völkerrechtler und mit einem Wissenschaftshistoriker, mit Stefan Kadelbach, Professor für öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Goethe-Universität und Direktoriumsmitglied des Exzellenzclusters Normative Ordnungen. Und aus New York zugeschaltet ist Adam Tooze, Direktor des European Institutes an der Columbia University, eben dort in New York. Schön, dass Sie dabei sein können, Herr Tooze. Stefan Kadelbach, lassen Sie uns vielleicht zunächst den juristischen Sachverhalt aufklären. Gibt es irgendeinen stichhaltigen Zweifel daran, dass der Angriff Putins auf die Ukraine ein Bruch des Völkerrechts ist? Den gibt es nicht, diesen Zweifel. Wenn man die Ankündigung der Intervention oder Invasion in der Ukraine sich noch einmal anhört und die Gründe dafür Revue passieren lässt, dann kann man daraus, wenn man will, verschiedene Rechtfertigungsgründe herauslesen, die im Völkerrecht eine Rolle spielen, aber keiner davon sticht. Ich will das nur ganz kurz machen. Der erste Grund, der vorgetragen wurde, war so eine Art Vorwärtsverteidigung gegen eine sich aggressiv nach vorne entwickelnde, aus russischer Sicht an die Grenzen heranrückende NATO, sodass man also gewissermaßen, so wurde es später ja auch dargestellt, keine andere Wahl zu haben angab, als sich nach vorne zu verteidigen. Der zweite Grund, der eine Rolle spielte, war, zur Hilfe zu kommen der Bevölkerung des Donbass und vor einem Völkermord zu bewahren. Und der dritte war, was man so Intervention auf Einladung nennt, also ein Ersuchen der sogenannten Regierung im Donbass, dort militärisch tätig zu werden. Man kann das im Einzelnen länger auch darlegen. Man kann sehr viel über das Narrativ über die Ausweitung der NATO sagen. Das spielte auch vor der UNO-Vollversammlung eine gewisse Rolle. Manche Staaten, die sich enthalten haben, insbesondere haben diesen Punkt auch aufgegriffen. Dazu kann man zeithistorisch sehr viel sagen. Insbesondere wird immer wieder vorgetragen, die NATO-Staaten hätten versprochen, dass es um Anfang der 90er Jahre im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung, dass es keine solche Ausbreitung nach Osten gäbe. Dieses Narrativ ist falsch. Ich kann das, wenn das gewünscht wird, auch gerne vertiefen. Zweiter Punkt, wenn ich kurz darf. Zweiter Punkt, der Schutz vor einem angeblichen Völkermord, der bevorsteht. Da hat ja die Ukraine das gemacht, was man im Juristendeutsch eine negative Feststellungsklage nennt. Das heißt, sowieso exzellent beraten übrigens, also was man über die Medien sagen kann, das gilt für die Rechtsberatung auch. Das heißt, man hat auf der Basis der Konvention gegen den Völkermord einen Antrag beim Internationalen Gerichtshof gestellt, festzustellen, dass es keine völkermordartigen Aktivitäten in der Ostukraine gegeben hat. Und da hat eine einstweilige Anordnung ja auch schon zum Erfolg geführt. Dritter Punkt, die Intervention auf Einladung, ja, durch ein nicht anerkanntes Gebilde völkerrechtlicher Art kann es eine solche Einladung auch nicht geben. Es gibt keine legitime Regierung oder so etwas, die eine solche Einladung hätte aussprechen können. Also unter dem Strich keiner der Gründe. Und das ist wirklich eine hohe Schwelle für die Rechtfertigung völkerrechtswidriger Gewalt, die da zu erreichen ist. Keiner dieser Gründe kommt in Frage. Auf der anderen Seite steht die offensichtliche Verletzung der territorialen Souveränität der Ukraine, was eine Verletzung der UN-Charta ist, mithin des Völkerrechts. Welche Möglichkeiten hat jetzt, die Weltgemeinschaft soll so einen eklatanten Bruch des Völkerrechts zu ahnden? Welche Strafen kommen da in Frage, rechtlich gesehen?
Also der Begriff Strafen wird vermieden, wenn es um Staaten geht. Staaten können begehen als solche keine Verbrechen, aber es gibt, früher nannte man das Unrechtsfolgen oder Gegenmaßnahmen, Countermeasures ist so in letzter Zeit der Begriff, der üblich geworden ist. Davon zu unterscheiden ist noch das Recht auf Selbstverteidigung kollektiver und individueller Art, das jetzt so keine Reaktion auf Unrecht ist, sondern eigentlich mehr die naturgegebene Befugnis, wie es in der UNO-Charta heißt, sich selber zu verteidigen, und da können auch andere Staaten dürfen da auch Beistand leisten, müssen es aber nicht. Da kann man auch noch einiges zu sagen. Ich will es jetzt nicht zu lange machen, kann ja auch auf Nachfrage noch vertieft werden. Die eigentlichen Unrechtsfolgen gibt es auf verschiedenen Ebenen. Das eine sind die sogenannten Sanktionen. Das heißt, das sind also die Gegenmaßnahmen, wie ich gerade sagte, die das Ziel haben müssen und auch darauf gerichtet bleiben müssen, den Staat, der sich unrechtmäßig verhalten hat, dazu zu bewegen, den rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen. Und das können vor allem wirtschaftliche Maßnahmen sein. Auch dazu besteht keine Pflicht, aber eine Befugnis. Eine Pflicht dagegen haben alle Staaten, jeglichen Gewinn, den ein Staat durch eine völkerrechtswidrige Intervention erlangt, nicht anzuerkennen. Das ist eindeutig. Also was auch immer die Russische Föderation glaubt, dort an Territorialgewinn erlangt zu haben, ist nicht anerkennungsfähig. Das ist so die eindeutigste Folge. Und dann noch zwei, die ich nur stichwortartig erwähnen will. Das eine ist die Reparationen, die geschuldet sind. Das ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber wir haben den Fall auch schon gehabt nach der Irak-Kuwait-Invasion, dass einem Land die ganze Ölproduktion zwangsverwaltet worden ist und daraus dann auch Reparationsansprüche, auch Angehörige dritter Staaten haben solche gestellt, erstattet worden sind. Das ist jetzt politisch nicht zu erwarten in absehbarer Zeit, aber theoretisch denkbar, also sozusagen eine Lehrbuchreaktion. Und das dritte ist das Völkerstrafrecht, individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit derer, die für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Vorwürfe des Völkermords werden erhoben, die dafür also verantwortlich gemacht werden können. Aber gehen wir vielleicht auf den ersten Punkt ein und bringen Adam Tooze dadurch auch mit ins Spiel, die Wirtschaftssanktionen. Der Westen hat vor allen Dingen wirtschaftlich reagiert mit einem umfangreichen Sanktionspaket. Was ist aus Ihrer Sicht die Rationalität, die hinter diesen Strafmaßnahmen stehen, Adam Tooze? Ich denke, das ist ein bisschen die europäische Perspektive und, wenn ich sagen darf, die deutsche. Die wichtigste Reaktion des Westens, wenn man von Amerika aus denkt, ist militärisch, in dem Sinne der anhaltenden und massiven Waffenlieferungen, die stattfinden, ohne der Widerstand der Ukraine, das ja tatsächlich das geschichtlich Wichtige ist in diesem Moment, also die tatsächlich gewisserweise geschichtsverändernde Faktum hier ist die Tatsache, dass die Ukraine diesen anhaltenden und wirksamen Widerstand leisten. Und das ist vor allem militärisch begründet und hat wenig mit den Wirtschaftsmaßnahmen zu tun. Aber in der Tat, es ist wahr, die Reaktion seitens Europas ist vor allem wirtschaftlich. Und ich denke, das ergibt sich im Grunde aus einer, man untersucht alle anderen Möglichkeiten und greift dann zum Wirtschaftlichen. Und das hat auch eine historische Bedingung. In der unmittelbaren Situation gibt es ja drei Alternativen. Man tut nichts, was sehr schwer politisch zu vertreten ist. Man greift zu militärischen Mitteln, die in diesem Fall, weil Ukraine natürlich nicht ein NATO-Mitglied ist, nicht ohne weiteres zu begründen sind. Oder eben man bemüht dieses Sanktionsmittel. Und das ist eine Logik, die nicht gerade erst gestern sich entfaltet hat und durchgespielt worden ist, sondern eine, die mittlerweile über ein Jahrhundert sich entspannt. Das geht zurück auf Überlegungen im Rahmen des Ersten Weltkriegs, wie nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Friedensordnung, eine neue Machtordnung etabliert werden könnte. Und die damals bestimmenden Mächte, die zu einer gewissen Weise immer noch die bestimmenden Mächte sind, das heißt also damals das britische Weltreich und die Vereinigten Staaten, dachten vor allem an wirtschaftliche Mittel, die Blockade, die natürlich bei den Mittelmächten eine verheerende Wirkung ausgeübt hatte im Ersten Weltkrieg. Und dadurch bedingt sich gewisserweise genealogisch, historisch,
die Verknüpfung zwischen Weltorganisationen, zunächst den Völkerbund und dann die UN, und dieses Machtmittel der Wirtschaftssanktionen. Und das ist gewisserweise festgeschrieben als Teil dieses Apparates der liberalen Macht, der liberalen Weltordnung. Und ergibt sich auch, wenn man gewisserweise andere Möglichkeiten ausschließen möchte, fast zwangsweise als zwangsläufig. Ein drittes Moment, weiterhin bestimmend für die momentane Situation, ist die unmittelbare Erfahrung vor allem des amerikanischen Staates mit Sanktionen. Das heißt, also, es gibt gewisserweise eine pragmatische Logik, was sollen wir sonst tun? Es gibt eine historische Logik, was haben wir seit 100 Jahren uns gedacht dabei? Und die andere Logik ist, okay, welche Leute haben wir, die hier ein Machtmittel in der Hand haben? Und die American Treasury, das Commerce Department, mittlerweile auch die Fed-Behörden haben seit den 2000er Jahren wirklich umfassende Erfahrungen mit diesem Machtmittel. Zunächst im Zuge des Global War on Terror, also der Bekämpfung des Terrorismus, und dann natürlich als Machtmittel gegenüber dem Iran, Venezuela. Und da gibt es also einen Kader an Experten innerhalb des amerikanischen Staates, die gewisserweise hier Planungen gemacht haben. Es gibt Stäbe, die eingearbeitet sind. Und das ist gewisserweise soziologisch, möchte man fast sagen, eines der Gründe, warum jetzt wir zu dieser Logik gegriffen haben. All das, ich sage das bewusst in dieser Form, weil das Zweck-Mittel-Verhältnis nicht ohne weiteres bestimmt werden kann. Und das ist nicht unbedingt auch meiner Meinung nach notwendig, um diese Aktionen zu begründen. Das Zweck-Mittel-Verhältnis, da müsste man, glaube ich, noch mal in die Tiefe gehen. Ja, aber wir können ja mal in die Richtung fragen, wenn wir uns fragen, wie effektiv sind gerade diese Wirtschaftssanktionen, auch im Hinblick auf das, was Herr Kadelbach sagte, dass das Ziel solcher Sanktionen eigentlich sein muss, den Aggressor zurückzudrängen, den Status quo ante eigentlich wieder herzustellen. Wie schätzen Sie die Wirtschaftssanktionen in dieser Hinsicht ein, das Sanktionspaket, das von den Amerikanern und den Europäern auf den Weg gebracht wurde? Es geht darum, glaube ich, vor allem zu differenzieren. Das ist zwar langwierig und ein bisschen langweilig, aber sonst kommen wir da nicht ins Klare, denke ich. Die dramatischste Dimension der Sanktionen waren ja diese Ankündigung, dass die Währungsreserven Russlands eingefroren werden. Das ist bei weitem die innovativste Strategie, die verfolgt worden ist. Und das hatte gewisserweise, das löste einen Flächenbrand aus im Finanzsystem Russlands, das für eine Woche, sagen wir mal, wirklich brannte, mittlerweile aber unter Kontrolle gebracht worden ist. Das heißt also, das russische Finanzsystem, die Banken, die Finanzmärkte unterliegen jetzt einer strengen Reglementierung. Das Ergebnis davon ist, dass der Rubelkurs sich wieder gestärkt hat, die Zinsen sind jetzt in den letzten Tagen reduziert worden. Russland fährt jetzt gewisserweise eine kriegswirtschaftähnliche Finanzwirtschaft und damit kommt man durch die Krise. Das war bei weitem die dramatischste und innovativste Aktion. In diesem Größenmaß hat man noch nie eine solche Aktion gestartet. Das stellt auch längerfristig ganz fundamentale Fragen über einen Frieden, also wie wir zu einem Frieden kommen. Das, was unmittelbar am wirksamsten ist, vor allem wenn wir jetzt den Krieg ins Auge nehmen, sind die sehr gezielten Sanktionen gegen bestimmte Importe oder umgekehrt gedacht bestimmte Exporte von uns nach Russland. Und das ist wirklich eine forensische, geradezu kriminalistische Aktivität in den Lieferungsketten, wo dann gefragt werden muss, wer kauft von wem welche Microchips und wie unterbinden wir das am besten und wie geht es dann um Schleichwege und wie unterbinden wir diese und dann wiederum und dann wiederum. Das ist, da sind die amerikanischen Teams wirklich sehr gewieft mittlerweile und die arbeiten mit Hochtouren an diesem System. Die dritte Dimension, die man ansprechen könnte, ist vielleicht die im populären Raum am wirksamsten. Das hat die Vorrednerin auch angesprochen mit dieser Aufforderung ans Publikum, an diesem Krieg mitzumachen, in dem Sinne, dass man gegen gewisserweise eine populistische Aufwallung gegen die russischen Oligarchen anstachelt. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Dimension, die eine eigene Logik hat. Das war im Grunde die Traumvorstellung der Sanktionsstrategen,
die sich gewendet haben gegen die Kritik an den Sanktionen, unter anderem gegen Irak, die zu flächendeckend war und die tatsächlich zu einem Leid innerhalb der allgemeinen Bevölkerung geführt haben. Und dann man dachte sich also, okay, wir machen gezieltere Sanktionen, Smart Sanctions, gegen die politische Elite des Landes, das sanktioniert werden muss. Und daraus ergibt sich dann diese Idee, okay, wir sanktionieren die Oligarchen. Die Frage, die natürlich gestellt werden muss, ist, ob diese Menschen überhaupt ein wichtiges Wort sprechen im Kreml. Das Fazit ist ganz offensichtlich, sie tun es nicht. Warum machen wir weiter damit? Unter anderem denke ich, weil diese Sanktionen einfach hochbeliebt sind im Westen. Das ist wirklich publikumswirksam. Die Menschen lieben die Vorstellung, dass wir gegen das Reichtum dieser russischen Führungsklique vorgehen. Sie müssen sich nur das Kongress ansehen, in dem Moment, in dem Biden das ankündigte, dass es ging ein Raunen, ein Jubel geradezu durch den Kongress. Das hat aber, denke ich, für weder von der makroökonomischen Seite noch von der Seite der Geopolitik viel Wirksamkeit. Aber es ist befriedigend und man muss natürlich diese Sachen auch politisch einordnen. Es geht bei diesen Maßnahmen um ein Politikum und das hat Legitimität im Westen, diese Maßnahmen gegen die Oligarchen vorzugehen. Herr Kadelbach, ist sowas wie Sanktionen, sind die eigentlich ihrerseits justiziabel? Also muss man darauf, kann man sie daraufhin untersuchen, ob sie selbst ihrerseits sowas wie Menschenrechte verletzen? Also wenn sie zum Beispiel so umfangreich sind, wie Herr Thus das in Bezug auf die Irak-Sanktionen angeführt hat, dass tatsächlich elementare Rechte der Bevölkerung, zum Beispiel auf medizinische Versorgung und Ähnliches verletzt werden? Also können Sanktionen ihrerseits zum Gegenstand von eines Menschenrechtsdiskurses werden? Muss man unterscheiden, von wem die Sanktionen ausgehen und wogegen wen sie gerichtet werden. Im Irak-Fall waren das ja welche, die durch eine UN-Resolution gedeckt waren. Und die Resolutionen des Sicherheitsrates gehen allem anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen vor. Das heißt, die können also auch menschenrechtliche Verpflichtungen eventuell verdrängen. Das ist die eine Kategorie. Die andere, wenn sie, man sagt dann, autonom ergriffen werden, also ohne Sicherheitsratsresolution oder so etwas, da hängen dann wieder andere Fragen dran. In der Europäischen Union jedenfalls dürfen solche Sanktionsmaßnahmen nicht ergriffen werden, ohne dass zugleich Vorsorge für den Rechtsschutz getroffen worden ist. Das steht in den EU-Verträgen auch so drin. Das heißt, die Frage, sozusagen, was können die eigentlich dafür, die durch diese Sanktionen belegt werden, die kann schon nochmal eine Rolle spielen. Da überlagert sich so ein bisschen ein archaisches völkerrechtliches Denken, das, glaube ich, aus den USA stammt. Feindvermögen kann beschlagnahmt werden, ja, wie Sie sagten, Erster Weltkrieg, mit dem individualrechtlichen Ansatz, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat und der auch das Unionsrecht, EU-Recht durchzieht. Bisher weiß man nur, dass der Europäische Gerichtshof über solche Dinge entscheiden kann und er hat das auch schon wiederholt getan in anderem Zusammenhang. Also das scheint mir im Moment noch gar nicht so klar zu sein, wie das viele denken. Man muss auch aufpassen, was die Sanktion genau bewirkt. In letzter Zeit ist von Verstaatlichung oder von Enteignung die Rede und man will mit den Erlösen womöglich der Ukraine helfen. Das ist so ein Ansatz, der aber noch nicht verwirklicht worden ist. Der andere ist erstmal harmloser, der zurzeit gilt, dass das Vermögen eingefroren wird. Das heißt, die Personen, die es trifft, können es weiter nutzen, die können ihre Immobilien bewohnen und so etwas, aber eben nicht weiterverkaufen. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Also typisch juristische Antwort, es ist kompliziert und kommt drauf an. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass bei den amerikanischen Sanktionen Lebensmittel und Pharmazeutika ausgenommen sind. Die sind ja nicht direkt betroffen, das sind fest etablierte Ausnahmen. Aber es entstehen Kollateralschaden, weil sich die großen Pharmafirmen zum Beispiel einfach nicht interessieren für ein Geschäft in Russland und dann zieht man sich zurück und dann stehen die Medikamente einfach nicht zur Verfügung. Oder im Falle der Lebensmittel, der Unterbrechung, die jetzt viel diskutiert worden ist, die Unterbrechung der
des Weizenhandels zum Beispiel, da ist wohl der wirksamste Effekt, entsteht einfach aus der Komplexität des Versicherungsgeschäfts. Sie kriegen kein Schiff versichert, das im Schwarzen Meer, dass das Schwarze Meer passiert. Das ist keine unmittelbare Auswirkung des Sanktions, also keine unmittelbare Sanktionsmaßnahme, sondern eine indirekte Wirkung. Wir müssten sogar, um das auszugleichen, kompensierende Subventionen anbieten, um diesen Handel noch zu ermöglichen, weil sonst sich die Privatakteure aus freien Stücken entscheiden, nee, mit dem Geschäft will ich nichts zu tun haben. Und das ist ja auch sehr bezeichnend für die gegenwärtige Situation und auch, glaube ich, intendiert, dass gewisserweise durch eine Signalsetzung von amerikanischer Seite vor allem, denn vor dem American Justice Department haben alle Unternehmen Angst, weil sie verhängen riesige Strafen, haben europäische Banker ja zu Genüge mitbekommen, ziehen sich die Unternehmen vorsichtshalber zurück. Und da muss man nichts mehr verkünden, da muss es gar nicht ins juristische Detail gehen, man muss nur sagen, Leute, das Geschäft ist nicht sicher. Und dann tut man aus Fiduciary Reasons, also einfach auch aus Vernunftserwägungen, auf Nummer sicher, zieht man sich einfach aus dem Geschäft zurück. Und das produziert dann eine noch größere Wirkung zum Teil als gezielte staatliche Maßnahmen. Sie haben als die Sanktionsmaßnahme der Sanktionierung der russischen Zentralbank bekannt wurde, also haben Sie davon gesprochen, dass das eigentlich finanzpolitisch oder sanktionspolitisch eine nukleare Option ist, also wirklich die größte Waffe, die verheerendste Waffe, die man ziehen kann. Man hat ja auf der anderen Seite erstmal den Eindruck, Sanktionen, und darum sind sie vielleicht auch vielen so sympathisch, haben erstmal so einen deeskalierenden Charakter. Sie sollen Staaten davon abhalten, etwas zu tun. Wir sanktionieren den Iran, damit er sich keine Atombombe zusammenbaut. Diese Sanktionen, die jetzt gegen Russland in Angriff genommen haben, scheinen ja doch einen eher eskalierenden Charakter zu haben. Oder wie schätzen Sie den Charakter dieser Sanktionen ein? Das nach New York? Ja, ich meine, das war für mich der Schock und stellt für mich überhaupt in Frage, ob wir haben von vornherein gesagt, Strafe, mein Kollege meinte, Strafe wäre in diesem Bereich vielleicht nicht der entsprechende Begriff, das wird im Völkerrecht nicht angewandt, denn Staaten können nicht in dieser Form behandelt werden. Ich denke, mittlerweile muss man fragen, ob Sanktionen wirklich der richtige Begriff ist für das, was wir tun, denn das setzt gewisserweise eine stabile Rechtsstruktur voraus, nicht konzeptionell, sondern gewisserweise machtpolitisch. Und das war, glaube ich, im Voraus die Vorstellung. In gewisser Weise, Russland agiert, überwältigt die Ukraine, innerhalb von wenigen Wochen ist das vorbei damit, wie im Krim damals, 2014. Und dann müssen wir gewisserweise umgehen mit dieser Situation. Und dann sammeln wir eine Koalition und dann werden Strafen verhängt. Und wir nennen sie Sanktionen. Aber das war gewisserweise das Modell. Und wie ich vorhin bereits meinte, das, was uns gewisserweise einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist der Widerstand der Ukraine, die diesen Fall gewisserweise einer Gewalttat, eines Übergriffes, eines Angriffes verwandelt haben in einen offenen Krieg. Einen Krieg mit einem offenen Ausgang, von dem wir einfach nicht sicher sagen können, wie das ausgeht. Das ist der Unterschied zwischen einem vollzogenen Raubakt, der jetzt im Gericht bestraft wird, oder einem Raubüberfall, der gewisserweise vor einem auf der Straße stattfindet und man muss entscheiden, ob man eingreift oder nicht. Und wir sind im zweiten Fall, in das zweite Szenario eines vor unseren Augen stattfindenden Raubüberfalls, das sich jetzt über mehrere Monate hinwegzieht. Und jetzt müssen wir entscheiden, wie agieren wir. Und wir können uns berufen auf Rechtsprinzipien, aber die Situation ist noch nicht die, in der gewisserweise die Polizeimacht eingegriffen hat und wir jetzt vor dem Gericht stehen. Und das bedeutet für mich, dass diese Wirtschaftsmaßnahmen tendenziell viel eher einzuordnen sind in dem Bereich der Kriegswirtschaftsmaßnahmen. Und es erinnert, und der Kollege meinte, dass es die Amerikaner sehr führend sind in der Einführung dieses Vokabulars. Und das erinnert sehr an die Situation 1941, das wurde jetzt auch im Kongress in letzter Woche thematisiert, der Situation des Lend-Leases, wo die amerikanische Regierung ankündigte im Grunde alle Maßnahmen short of war, also alles, aber nur nicht den Krieg, für die Unterstützung
Chinas, Griechenlands und des britischen Weltreiches zu liefern, um den Krieg gegen Nazi-Deutschland aufrechtzuerhalten. Und das war ein massiver Einsatz und natürlich auch ein hoch instabiler, der dann bis zum Jahresende dann auch zu der direkten Konfrontation zwischen dem Dritten Reich und den Vereinigten Staaten führte. Das scheint mir ein besseres historisches Bild zu sein als verschiedene andere Szenarien, die man durchspielen kann, weil hier das Mächtegleichgewicht viel labiler ist, dynamischer, als zum Beispiel in der Situation des Irans. Aber ist es tatsächlich eine Maßnahme short of war oder wird die Grenze da auch plötzlich undeutlich? Also wann sind solche Maßnahmen eine tatsächliche Beteiligung am Kriegsgeschehen? Ich meine, und das wird ja in Deutschland jetzt thematisiert mit dem Austausch um Habermas-Aufsatz herum, Komplexe, um es gelinde zu sagen, an der Situation ist, dass die Antwort auf diese Frage ja nicht nur bei uns liegt, sondern auf der anderen Seite. Und zwar bei einer Nuklearmacht. Und Putin wird das auslegen. Und wir haben nicht mal ein gutes Modell von Putin. Also was ist unser Akteurmodell in diesem Fall? Das müssen wir auch mitentscheiden in dieser Situation. Und das ist unser Problem. Denn es ist klar, dass damit die Grenze verschwommen wird. Im amerikanischen juristischen Diskurs in diesem Jahr, 1941, bürgerte sich ein neuer Begriff ein, nicht mehr Neutralität, sondern Non-Belligerence. Also nicht kriegsführende Partei in gewisser Weise. Nicht kriegsführende, aber greift das überhaupt noch, dieser Begriff, in der Situation, wo tatsächlich ukrainische Soldaten ausgebildet werden an sehr scharfen Waffen, die dann unmittelbar geliefert werden, mit denen unmittelbar dann russische Panzer, Flugzeuge und was weiß ich sonst noch abgeschossen wird. Es ist tatsächlich eine sehr verschwommene Linie, die historisch sicherlich eine Gefahrenzone ist. Zumal Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsminister, in dieser Woche in Ramstein sagte, ja, die Ukraine habe eine Chance, den Krieg zu gewinnen und man werde Himmel und Erde in Bewegung setzen, um sie dabei zu unterstützen. Das ist eine aktive, natürlich eine Parteinahme sowieso, aber wie ziehen wir da die Grenze, Herr Kadelbach? Gibt es eine völkerrechtliche Definition für einen Kriegseintritt? Also ist die Grenze, ab der man in einen Krieg eintritt als Partei, irgendwie festgelegt oder hängt das tatsächlich von den Interpretationen ab? Und Adam Tooze hat sich auf den Artikel von Jürgen Habermas gestern in der Süddeutschen Zeitung bezogen, der sagte, das ist ein Problem, diese Asymmetrie, dass wir eigentlich handeln und immer darauf hoffen müssen, dass Putin unser Handeln nicht als Kriegseintritt bewertet. Ja, das sind die beiden Ebenen, die man, finde ich, trennen muss. Die Debatte, was ist völkerrechtlich ein Krieg oder was soll man einen Krieg nennen und was nicht, die hatten wir in Deutschland ja auch schon in einem anderen Zusammenhang mit Afghanistan geführt. Der Begriff Krieg kommt eigentlich nur im geltenden Völkerrecht, soweit ich das sehen kann, in erster Linie in negativer Konnotation vor als Angriffskrieg. Der ist halt wirklich geächtet. Ansonsten spricht man von bewaffneten Konflikt und an dem nimmt man teil, wenn man an den Kampfhandlungen teilnimmt. So gesehen sind wir nicht Kriegspartei, wenn wirtschaftliche Maßnahmen sind etwas anderes. Man unterscheidet auch fein säuberlich zwischen den Wirtschaftssanktionen, von denen wir bisher gesprochen haben, als wie gesagt so Gegenmaßnahmen auf völkerrechtliches Unrecht. Das muss nicht unbedingt ein völkerrechtswidriger Angriff sein, einerseits. Und dem, was man im Zusammenhang mit Selbstverteidigung tun darf, kollektiver Selbstverteidigung, also Unterstützung des Angegriffenen andererseits. Und die Waffenunterstützung, sei sie durch Geld oder Material, fällt unter die kollektive Selbstverteidigung. Es ist also keine Sanktion, sondern eine Hilfe des Angegriffenen. Und da kann ich Herrn Tooze nur recht geben, hat sich diese Non-Belligerence als Denkfigur eingebürgert und es ist ein bisschen umstritten in der völkerrechtlichen Fachgemeinde, ob es das rechtlich gibt. Sicher ist man, dass es die Neutralität in der Form, in der sie in den einschlägigen Konventionen vor dem Ersten Weltkrieg geregelt worden ist,
so wirklich nur für die Staaten gibt, die gar nichts tun. Also wenn die Schweiz sich beispielsweise weigert, Munition zu liefern, dann steht das dahinter. Da will man dann, wenn man dabei bleibt, neutral bleiben. Dagegen gibt es eben diese Grauzone zwischen Neutralität im klassischen Sinne einerseits und Beteiligung am bewaffneten Konflikt andererseits, die man Non-Belligerence nennt und die das Recht auf kollektive Selbstverteidigung auch gerechtfertigt ist. Nur ob dann Putin den Rechtsweg bestreitet, um das klären zu lassen, ist natürlich eine andere Frage. Ja. Da muss man dann schon damit rechnen, dass dort, wie ja auch immer wieder gesagt wird, die Grenzen anders gezogen werden. Aber letzte Nacht erst, habe ich jetzt vorhin auf dem Bildschirm irgendwo gelesen, hat Lavrov ein Interview gegeben, zu Al-Arabiya, glaube ich, wo er gesagt hat, die NATO wähne sich im Krieg mit Russland. Das sei aber nicht der Fall. Das heißt, man sieht in Russland schon diesen Unterschied. Nur ist natürlich noch mal eine Frage, wo man die Grenze dann ziehen würde, wenn sich die Unterstützung intensiviert. Ja. Eine Frage, die sich stellt aus der historischen Perspektive, ist auch die narrative Einbettung dieser Handlung. Und das, was an der momentanen Situation in Amerika wirklich erstaunlich ist, ist, dass man sich auf Lend-Lease beruft, also eine Maßnahme, die im März 1941 getroffen worden ist, sehr großzügig, aber gewisserweise als Schutzwall gegen eine aktive Beteiligung am Krieg, am Zweiten Weltkrieg, den Krieg gegen Nazi-Deutschland. Aber legitimatorisch, denke ich, denkt man immer, die Kriegsbeteiligung, und zwar die siegreiche Kriegsbeteiligung, die Kriegsbeteiligung an einem guten Krieg, an einem sauber geführten guten Krieg mit. Und das ist das, während man wirklich die tatsächlich sehr zwiespältige und moralisch auch zwiespältige Situation Amerikas 1941 wird tendenziell verdrängt dadurch. Und was einem Angst macht, die Situation war, dass man zwar Waffen lieferte, aber es waren die Soldaten anderer Mächte, die starben, um den Kampf gegen Nazi-Deutschland und letztendlich auch Japan zu führen, wie im Ersten Weltkrieg tendenziell. Und das führte zu massiven politischen Verwerfungen. Und die Angst, die Furcht, die man etwas haben muss, ist, dass allein aus der Ungemütlichkeit, also der wirklich tiefen Ungemütlichkeit dieser Grauzone, gewisserweise dann eine Entspannung erzeugt wird, die sich auflösen muss. Man will raus aus dieser Situation, auch auf unserer Seite, nicht nur auf russischer Seite. Und das ist das. Und man denkt gewisserweise, ich denke, der historische Diskurs ist so konfus, dass eigentlich die schöne Auflösung gewisserweise, und der Zweite Weltkrieg wirkt ja gut gedacht, vor allem durch britische und amerikanische Beobachter der Szene, Man denkt diese Auflösung mit und ist sich der tatsächlichen Zwiespältigkeit der historischen Situation, die evoziert wird, gar nicht bewusst. Was wären denn die Szenarien? Was wäre die schlechtstmögliche Auflösung dieser Spannung? Was wäre die bestmögliche Auflösung dieser Spannung? Also lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Was wären Auswege aus dieser Spannung? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt hier, ich meine, es gibt nur schlechte Optionen. Wir sind in einer fürchterlichen Situation. Und da hat, ich meine, man muss es ja gar nicht normativ aufladen. Es ist einfach ein Faktum im Moment, dass Amerika tatsächlich die Niederlage Russlands anstrebt als Ziel. Und das ist egal, wie man es beobachtet. Und es ist sehr schwierig, sich zu distanzieren davon. Was könnte man sich sonst wünschen? Aber dass das mittlerweile gewisserweise das etablierte Ziel ist. Und in Europa, in Deutschland höre ich, wird noch darüber diskutiert, in D.C. müssen Sie nur ein paar Stunden dort verbringen, ohne zu wissen, dass das Ziel ist. Das ist eine Situation der Gefahr, wie wir sie möglicherweise noch nie gesehen haben in dieser Form. Selbst im Kalten Krieg wurde das nicht ohne weiteres ausgesprochen als Ziel. Eine Niederlage. In der Afghanistan war man ja noch geradezu dezent in den Mitteln, mit denen man die Mujahideen damals belieferte. Das Zeug wurde ja nicht offen geliefert, sondern unter der Hand. Auch wenn die Strategie eine Strategie der Ausblutung, einer Mattung war. Und in diesem Sinne denke ich, wir wissen alle, ich meine,
die schlimmsten Möglichkeiten kann man sich alle vorstellen. Und das Problem ist, sich eine Situation überhaupt vorzustellen, die gangbar und vertretbar ist. Denn dann kommt man in diesen elenden Diskurs des Kompromisses, den die Ukrainer akzeptieren müssen, nach dieser für uns alle erstaunlichen und gewisserweise Beweis der Souveränität. Und das ist, sie haben das in die Welt gesetzt und das Problem ist, wie wir damit umgehen. Aber die Vorstellung, Russland zu besiegen, ist ja ihrerseits eine schwer vorstellbare, auch da würde ich mich nochmal auf den Artikel von Jürgen Habermas beziehen, der sagt, also aus der Perspektive der Nachkriegsordnung ist die Vorstellung, eine Atommacht zu besiegen oder die zweitgrößte Atommacht der Erde tatsächlich zu besiegen, eigentlich nicht vorstellbar. Wir müssen zur Lösung diesseits dieses Szenarios kommen. Wie sehen Sie das? Ich denke, das ist tatsächlich die Situation. Und das Wort, das mir fehlte, wie humbled, also das, was die Ukrainer mit uns gemacht haben, ist, dass sie uns zur Bescheidenheit zwingen. Sie haben uns etwas vorgeführt, und das spricht ja Habermas selbst an, dass es diesen Zwiespalt gibt in einer Situation, wo wir uns kaum vorstellen können, das zu tun, was sie einfach nur als offensichtlich voraussetzen. Selbstverständlich muss man für seine Nation in diesem Fall bereit sein zu sterben. Und ich weiß nicht, mir gefällt diese soziologisch-historische Einordnung an diesem Essay am allerwenigsten. Das finde ich, der Teil, das reizt auch zur Polemik innerhalb Deutschlands im Moment zwischen jüngeren und älteren Generationen. Das finde ich alles wenig hilfreich. Aber dass wir tatsächlich hier mit etwas konfrontiert sind, womit wir nicht wissen, das ist die Frage. Und das war ja schon 56 die Frage, 68 die Frage, das sind die alten Fragen des Kalten Krieges, wo aufgewogen werden muss in irgendeiner Weise und das geht einfach nicht, man kann es ja gar nicht richtig aufwiegen, eine souveräne Selbstbehauptung auf der anderen Seite und die atomare Weltbedrohung auf der anderen und das ist sein Zwiespalt, aus dem wir dachten, dass wir Gorbatschow uns erlöst hatte und mit der Sinatra-Doktrin und jetzt befinden wir uns wieder dort. Ich glaube, es war in Ihr Artikel im New Statesman, aber vielleicht habe ich es auch in Ihrem Blog gelesen, Chartbook, dass Sie aber sagten, eigentlich, wenn wir realistisch sind, müssen wir irgendeine Art von Deal anstreben. Und Sie haben es, glaube ich, einen dreckigen Deal genannt. Es muss eine Art von Konzessionen, die uns wahrscheinlich moralisch sehr, sehr schwer fallen, geben, um eben nicht diese maximale Eskalationsstrategie letztendlich fahren zu können. Wie stellen Sie sich so einen Deal vor? Ich dachte, der Bundeskanzler formulierte das eigentlich recht gut in seinem Spiegel-Interview, mit diesem wirklich hart geführten Gespräch. Und die Journalisten fragten, ja, was wären dann die Parameter? Und er meinte, das wäre eine Vermessen von mir, das zu sagen. Und das ist genau die richtige Antwort. Das steht uns nicht an. Und das ist, muss man immer mitdenken, die Situation. Ich meine, wir stellen uns alle möglichen Gefahren vor, aber wir sind nicht in Gefahr im Moment. Und unter diesen Bedingungen da irgendwie was vorzugeben. Wir wissen, was die Bedingungen sind, die die Ukrainer gestellt haben. Sie sind durchaus vernünftig und sie zeigen eine Kompromissbereitschaft, die mich eigentlich erstaunte unter den Bedingungen. Und das muss der Ausgangspunkt sein. Dazu habe ich nichts weiteres, das steht mir nicht an, da was weiteres dazu zu sagen. Entlang der Linie, die wir hier schon geführt haben, dass die Ukrainer das Subjekt der Verhandlungen sein müssen und nicht das Objekt dessen, was absolut da geschieht. Und das war uns, und wenn wir ehrlich miteinander sind, wussten wir das nicht Anfang des Jahres. Wir haben Ukraine zum Beispiel in den Finanzverhandlungen, das ist krass, wenn sie zurückgehen, 2020, 2021, da wird von westlichen Experten gesagt, manchmal wünschte ich mir, das IWF, das Währungsfonds, könnte die Ukrainer lauter anbullen, damit sie hören, was wir ihnen sagen. Es scheint, als würden sie es nicht hören. Vielleicht hilft es, wenn wir sie lauter anbrüllen. Buchstäblich, schwarz in weiß, Atlantic Council, Anders Anselund. Und ich will ihm das nicht zum Vorwurf machen, denn wir haben alle die Ukraine unterschätzt. Und das ist das historisch Neue. Und das fand ich an der Vorrednerin auch super, dass sie sagte am Ende, das, was ich feststellen kann, ist das
das gegenwärtig Neue. Ich will nicht über die Zukunft reden. Was ich feststellen will, ist, was an der gegenwärtigen Situation neu ist. Und das ist das Essentielle. Adam Tooze, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Zeit gefunden haben, hier an der Diskussion teilzunehmen. Ich danke auch Stefan Kadelbach für seine Einschätzungen. Herzlichen Dank und alles Gute nach New York. Danke Ihnen auch.